Das zweite Weihnachts- bzw. Neujahrs-Event ist da. Vermehrt Starter-Pokémon, große Neständerung, die 10. in Summe. Und in Wien gibt es irgendwie gefühlt 35 Onyx-Nester. Damit geht's weiter zur Welt von Pokémon Go. Also, wenn man die Benachrichtigungen bei seiner App nicht deaktiviert hat, wird man folgenden Screen zu Gesicht bekommen, wenn man das nächste Mal Pokémon Go öffnet. Und zwar vermehrt Starter-Pokémon und neue Ingame-Käufe. Das sollten eigentlich die drei Boxen sein, Bronze, Silber, Gold, zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn ich jetzt den Shop öffne, Moment, das kann ich sogar kurz zeigen. Heute ist der 30. Dezember 2016 und ich habe leider noch immer Spezialbox, Superbox und die Hyperbox. Ansonsten würde ich ein Video über die anderen drei Boxen machen, aber ich denke mal, in den nächsten Stunden sollten die dann erscheinen, weil die Ingame-Nachricht kam ja schon. Das würde ansonsten keinen Sinn ergeben. Im Gameplay zeige ich jetzt, so wie ich gestern nach Mitternacht noch ein bisschen rumgelaufen bin, also leider noch nicht mit dem neuen Event, aber mit der neuen Neständerung und ein paar Weihnachts-Pikachus. Ich habe da noch nichts verschickt. Einmal wieder Fluffeluff aus einem Ei und einige Onyx. Und die werden dann mit der zweiten Generation richtig stark. Die sind für mich so hier nochmal zwei, so die Carpadore der zweiten Generation. Als Onyx kann dieses Teil nichts, aber dann mit Stalos entfaltet dieses Pokémon seine gesamte Wirkung und mit 115 Onyx-Bonbons bin ich da, denke ich mal, ganz gut mit dabei. Jetzt mal nach Nummer sortieren. Hier, ein 740er Onyx mit 82% plus IV, da war ich zu faul, um das auszurechnen, besitze ich hier schon. Das heißt, sollte Stalos irgendwann mal erscheinen, bin ich bestens gerüstet und ich denke mal 115 Bonbons sollten ausreichen, um dann ein fettes Stalos zu entwickeln. Dann noch ganz kurz hier live auf meinem PC, was ich immer mache, wenn es eine neue Neständerung gibt. Ich überprüfe den Nestatlas von The Silphroad, der ist per Hand eingetragen. Die mit Fragezeichen sind leider noch nicht verifiziert. Und da ist mir jedoch was aufgefallen, das wollte ich mal kurz teilen. Und zwar, hey, das, was? Das ist ein Pikachu-Nest, das war vorhin noch nicht eingetragen. Also, weil ich über Onyx gesprochen habe, wenn ich da noch ein bisschen weiter rauszoome, die Nummer 95 ist Onyx und das ist sehr seltsam. Onyx-Nest, Onyx-Nest, dann hier diese drei sind wahrscheinlich auch ein Nest in Summe. Und hier unten nochmal, warum hier so oft Onyx? Bei manchen Neständerungen gibt es gar kein Onyx-Nest und jetzt hier direkt vier hintereinander. Das fand ich schon ziemlich, fragwürdig, beziehungsweise suspekt, muss ich sagen. Gut, und jetzt gibt es das Gameplay, wo ich eben Onyx, Pikachu und Kokage gefangen habe. Also, erstens mal zu dieser Sache mit den Nestern. Es gibt so Theorien, dass das eventuell irgendwie zusammenhängt. Das kann man ja mit so einem Nestatlas eventuell überprüfen, zum Beispiel, wenn es in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal Köln, wenn dort in der Vergangenheit ein Fukano-Nest, ein Fukano-Nest, ein Fukano-Nest war, mit der nächsten Neständerung dann Onyx, 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 kann man das mit Wien vergleichen. Aha, war das hier auch so? Fukano, Fukano, Fukano und dann Onyx, Onyx, Onyx. Aber ich meine, im Prinzip, es ändert nichts, man kann das ja sowieso nicht beeinflussen. Man könnte vielleicht Uri Geller spielen und in die Glaskugel blicken. Aber ja, ich fand es echt seltsam, dass genau in dieser, ich weiß nicht, in diesem Biom so von Nord nach Süd Onyx verteilt. Fand ich interessant, ist mir zufällig aufgefallen gestern, als ich so den Nestatlas überprüft habe. Und nein, ich bekomme nichts von The Silphroad, aber ich finde die Seite einfach ziemlich genial. Die haben auch diese ganzen Researches immer rausgebracht über Fangchancen, dies, das. Ist eine echt geniale Community. Die sind sogar bei Kotaku, glaube ich, eine Gaming-Website, sind sie irgendwie Gamer des Jahres geworden, die zwei Gründer. Fand ich echt lobenswert. Okay, aber so viel mal dazu. Deshalb Onyx ist echt lohnenswert, finde ich. Einerseits noch für die Medaille, da bin ich leider noch immer nicht auf Gold. Und andererseits, ich denke mittlerweile langt es dann, 115 Bonbons sollten reichen, um einerseits Stalos zu entwickeln. Ich schätze mal, das wird 50 Bonbons kosten oder so, weiß man nicht so genau. Und auf der anderen Seite, obwohl das Hochleveln ist später extrem teuer, nein, also auf das Maximallevel könnte ich Stalos niemals bringen mit meinem 82% plus. Da muss ich noch ein paar fangen. Das heißt, ich nutze das Nest eventuell. Ist auch eine gute Gelegenheit, um endlich mal meine Hyperbälle loszuwerden, denn
Für einen Onyx verwende ich auf jeden Fall immer einen Hyperball, es sei denn, es ist ein WP 12 oder 11 Onyx. Also rausgehen, Nester überprüfen und freuen, wenn was Gutes dabei ist. Ich habe das war vor wenigen Stunden noch nicht da, dieses Pikachu-Nest. Da werde ich direkt mal vorbeischauen. Das ist nämlich echt genial. Ganz viele Weihnachts-Pikachus noch fangen. Vielleicht bekomme ich ja eines mit guten Bewertungen, welches man sich dann für immer aufheben kann. Oder welches ich dann für 100 Euro mit dem Trading-System... Nein, Quatsch. Gut, das war mal diese Sache. Dann das Event läuft angeblich laut Ingame-Nachricht schon. Ich habe es noch nicht getestet, denn diese Nachricht ist erst vor wenigen Minuten bei mir hier aufgeploppt und ich war noch nicht wieder draußen. Auf jeden Fall, wenn es denn irgendwann startet und es sollte heute am 30. Dezember 2016 losgehen, dann gibt es mehr. Bisasam, Shigi und Glumanda sowie alle Entwicklungen davon. Bin schon gespannt, ob die das im Halloween-Style machen, sprich Mauzi, Nebulak, Alpollo, was gab's noch, Dragosso ohne Ende, oder ob es einfach eine, ja, bedingt erhöhte Chance ist, das weiß man noch nicht. Und die andere Sache, Lockmodule, 60 Minuten anstelle von 30 Minuten, das ist ebenfalls krass. Ich denke, das ist nicht durch Zufall so, dass die Neständerung so circa in derselben Zeit stattfindet wie eben dieser Eventbeginn. Die wollen, dass die Leute rausgehen zu den Nestern, die wissen, dass es dort Pokestops gibt, die wissen, dass jetzt die Lockmodule mit den Paketen dann günstiger sind und ja, da wird Pokémon Go wahrscheinlich wieder in der Rangliste der umsatzstärksten Apps ein bisschen nach oben klettern. Gut. Aber lange geht die ganze Sache leider nicht mehr und dann wird sich auch das Weihnachts-Pikachu demnächst verabschieden. Ich hatte echt vor, so die 200 Pikachu zu knacken, wird sich leider nicht mehr ganz ausgehen, da hätte ich mehr zocken müssen. Aber wenn es echt jetzt ein Nest gibt und die Nester sind immer 2 Wochen lang, genau darüber wollte ich auch noch quatschen, 2 Wochen lang, wenn ich jeden Tag, keine Ahnung, jeden Tag 5 fange, 5 mal 14 Tage, ja mal schauen, irgendwann habe ich das dann fertig, Carpador wird noch happig. Da fehlen mir leider die ganzen Medaillen noch. Okay, aber genau, 2 Wochen. Bisher, die letzten paar Neständerungen haben immer in einem Rhythmus von 14 Tagen stattgefunden. Auf die Minute genauso in etwa. Das heißt, das ist, finde ich, eine ganz gute Routine, eine ganz gute Zeit. 2 Wochen sind nicht zu kurz, um ein Nest nicht nutzen zu können und nicht zu lange, um zum Beispiel... Ich weiß nicht, wenn man ein schlechtes Nest hat, dass man sich dann da drüber ärgert. Von daher, jetzt, so kann man sich dann drauf einstellen. Irgendwann, 12. Januar, 13. Januar, 14. Januar, irgendwann dann kann es wahrscheinlich die nächste große und dann in Summe schon 11. Neständerung geben. Ja, genau. Was man jetzt noch vielleicht vermuten könnte, so, warum erhöhen sie genau die Starter? Weil die Starter sind ja selten. Bisasam, Shigi, Glumanda. Ich bin mir sicher, wer seinen Pokédex befüllt, dem wird am Ende noch irgendeine Entwicklung davon fehlen. Glurak, eventuell Turtok, je nachdem, wo man eben wohnt und lebt und welche Neste es da gab. Und da wollen sie vielleicht jetzt noch, dass jeder seinen Pokédex befüllt und Glurak noch bekommt, die letzten Entwicklungen. Vielleicht, um irgendwann die Starter der zweiten Generation einzuführen, ist jetzt nur so eine Theorie. Aber das könnte ich mir vorstellen. Denn mittlerweile denke ich nicht mehr, dass sie so mit einem Schlag, mit einem Fingerschnippen die komplette zweite Generation, die restliche, einführen werden, sondern das wird wieder irgendwie so schubweise passieren. Vielleicht Schub Nummer 1, die Entwicklungen, die Starter, sorry, Starter und Entwicklungen. Schub Nummer 2, die Entwicklungen von der ersten Generation, also man kann ja dann zum Beispiel aus einem Quapsel was ganz anderes machen oder aus einem Evoli. Da kommt dann entweder ein Quappo oder ein Quaxo raus. Da bin ich auch schon gespannt, wie sie das machen. 50-50 Chance. Und bei Evoli kommen dann zu den 3 bisherigen Entwicklungen noch 2 weitere dazu. Nämlich Psyana und Nachtara und so weiter und so fort. Das könnte ich mir als nächsten dritten Schritt dann vorstellen. Die Entwicklungen von den bisherigen Pokémon. Ja, und dann irgendwann hat man sowieso schon 20, 30, 40. Und dann kommt noch ein Event, wo 10 weitere von einem Typ vielleicht und noch ein Event und so weiter und so fort. Genau. Ja, aber ich denke mal, das war's für heute. Ich bin schon gespannt, welche Nester die Leute noch
melden werden hier in Wien. Aber Pikachu ist definitiv ein heißer Tipp. Ich suche nicht mehr nach allzu vielen Pokémon. So explizit Pikachu für Medaille, dann Fukano, um endlich einen Arcani mit zwei Feuerattacken zu bekommen. Ja, und eben sowas wie Onix. Vielleicht noch Rosanna. Ja, ich weiß, ich hasse Rosanna, aber um die Eismedaille zu befüllen. Einfach sowas. Das sind die Dinge, die fehlen mir noch. Und genau. Ja, das war's eigentlich. Das war's mit dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, seht einfach nächstes Mal weiter.